Ja, jetzt zeige ich wieder Adi, Hayabuzi. Jetzt zeige ich jetzt unsere Werkstatt hier in unserem bernischen schönen Gebirgsgebiet. Wir haben hier auch etwas schon entwickelt, zum Beispiel die Händchen hier. Die Händchen brauchen wir, die sind gelbe, dass man die Hände nicht mit Dreck verwechselt. Und man kann schauen. Hier haben wir jetzt gerade zwei Kunden mit einem schönen Auto. Seht ihr, ein Saab. Die Gitterlinie, das sind spezielle da. Das sieht man tiptop. Die habe ich vom anderen daraus geklaut, oder? Hier sehen wir jetzt sehen wir hier die Batterie gerade laden. Da müssen wir schon die Batterie, Kupferlinie wegnehmen. Und die wird laden. Und hier zeigt es mir hier an, wie es funktioniert. Und jetzt, wenn wir hier so weit sind, geht euch alles zu Boden. Das ist Spezialhändchen. Und dann sieht man, die hat man hier so an. Die würde am Abend euch leuchten. Weißt, wenn man da mal Stromausfall hätte, würde die da euch leuchten. Aber jetzt haben wir ja Tag. Jetzt haben wir in diesem Fahrzeug haben wir jetzt hier eine Vierkolbenbremse. Die haben wir jetzt sauber geputzt. Aber was ihr nicht zeigen darf, ich zeige das jetzt gerade zeigen. Wir sind jetzt eben noch am Warten, bis die andere Occasion Bremsklötze kommt. Jetzt haben wir hier solche Bremsklötze. Das wären die, die dann nachher auf die Scheibe pressen. Die sind ja eigentlich noch tiptop. Das Ding wäre das hier, da in der Mitte ein bisschen abkratzen. Wie ihr hier seht, kommt dann noch Dreck raus. Der Kunde sieht ja das nicht, dass das so alte sind. Jetzt haben wir hier auch noch ein bisschen putzen. Da. Und dann haben wir die wieder hier drin kleppen. Und dann haben wir dann wieder für lang 500 Steine nur Material. Aber der Kunde weiß ja nicht, in den ersten 50 Kilometer bremst das noch tiptop. Und das sieht dann nachher so aus, wenn man euch wirklich hat die dran geschafft. Das sieht man, schön saubere Sache da. Und für unsere Mechaniker haben wir immer etwas Spezielles da. Weißt du, ein Jack. Der muss einfach sein für kalte Decke. Aber jetzt sind wir jetzt hier vor dem Fernseher, dürfen wir natürlich nicht säufen. Dann nehmen wir das Gescheiter jetzt einmal weg, dass man das euch sieht. Jetzt seht ihr hier euer Motorhübendeckel. Das ist euch frisch entwickelt worden. Das haben wir 10 Jahre mit Saab geschafft. Das ist euer Bremssystem. Wenn ihr einmal bremsen würdet, versagen, dann würdet ihr innen, wenn ich den Knopf drücke, dann würde der Motorhübendeckel aufkommen. Durch den Wind würde das dann natürlich euch bremsen. Aber dann seht ihr euch nicht mehr viel, aber dafür haben wir hier so eine super Lücke. Hier. Dass man hier schön durch noch etwas sieht auf der Straße. Und dann haben wir hier natürlich euch eine Entwicklungsphase gemacht. Wenn ihr jetzt seht, hier, dann sagen ihr Dachträger. Wir sagen dem aerodynamischen Dachträger. Hier seht ihr jetzt, dass der keinen hat. Der kann natürlich auch nichts laden. Der will der auf dem Dach laden. Hier haben wir 5 Jahre Entwicklung gemacht. Mit einer aerodynamischen, kupferig, leicht synthetisches Carbon. Verziert. Es wird dann windrichtig, euch richtig balanciert und wird euch den Karren ein bisschen pressen, dass er viel besser eine Bodenhaftung hat. Das macht dann nachher das Auto schon viel schliffriger in Kurven, kommt eine super Ruhe und bremsen gar nicht mehr nach. Dann seht ihr die steilischen Felgen. Die sehen jetzt so aus, wie es Aluminium wäre. Aber das ist alles so Herdplastik. Das ist stabil, leicht und bringt der Karo einfach schnell auf 250 in 3 Sekunden. Weil dadurch haben wir euch eine super Entwicklung gemacht mit diesen Kappen hier. Wenn ihr seht, hat sogar Licht. Das ist dafür das, wie jedes Mal, wenn man da etwas gegen Wuschlo. Und dann sehen wir hier innenwendig. Kunden, die ist immer ein feines Geschenk machen. Seht ihr jetzt hier ein Päckchen Zigarette von dem Kunden? Die Kundin hat gesagt, wir sollen mal das nur nehmen. Das ist ein Jump Player Special. Der merkt das gleich nicht. Ich rücke sowieso mehr von ihr. Und das ist dann nachher, seht ihr jetzt, hier der schlüffige, gerade Linie. So hat er euren Motor in der Gräde drin.
Dann könnten wir da auch mal eine Ölkontrolle machen. Das wäre der auf diesem Kasten hier. Da. Wir nehmen mal hier die Batterie vor. Dazu legen wir lieber die Hände an, es könnte nämlich dreckig werden. Wenn ich das Gehäuse nehme und der Superhirsch hat natürlich wieder mal kein Lumpi mitgenommen. Aber wir wären ja nicht die Werkstatt Hayabuya, wenn ich den Lumpo selber mit hätte. Hier in diesem Stab gesehen, wäre jetzt ein Tipptopp. Der hat Öl drin, aber schwarz. Was bedeutet schwarzes Öl? In einem schwarzen Auto. Es passt sich an, das Öl. Es ist ja so, einmal Drehfletscher, einmal raus, einmal Abpresso. Da sehen wir den Hurenwichser wieder raus. Jetzt sehen wir, der ist furztrocken. Ne? Ja, logisch. Ich habe ja gerade erst den Service gemacht. Aber er hat das Öl nicht drin getan. Aber verrechnet ihr es mir gleich. Ist ein Motor zu verkaufen, ist besser, als einen höheren Service machen. Aber ich viel zu viel Arbeit. Jetzt sehen wir euch hier wieder mal. Jetzt hier. Weiss der Gücker, was das ist? Das schreiben wir etwa demnächst ein paar Mal noch weg. Ich denke mal, das ist das Bremsservice. Krempelzig da. Weiss doch selber euch nicht. Irgendeine höhere Flut wird das sein, etwas mit Temperatur cooler, oder? Dann haben wir hier das Bremssystem. Ist auch ein bisschen dreckig, aber das gehört euch so in einem Motor, der ab euch arbeitet. Es geht nicht gleich wie mir. Und dann sehen wir, dann haben wir jetzt auch den Spiegel kaputt gemacht. Aber wir sagen dem euch, der Spiegel ist kaputt gegangen. Der ist kaputt gesehen, so sagen wir das. Und jetzt haben wir die schon hier. Dass ein besserer Kunde ist und natürlich die Lampe gewechselt, weißt, der wird dir nachher auch sagen, wir sollten ja frische Lampen kaufen. Und hier, da, die Gläser sind, seht ihr? Die sind wässrig. Für den FK reicht das nicht. Dann haben wir hier auch noch neue Lampen verkaufen. Aber der Hühnerhox weiss ja nicht, dass ich das alles abmontiert habe. Das Grillflackerwerk da, seht ihr, wie das gewackelt. Da müssen wir auch noch etwas basteln. Aber im allgemeinen Zustand sage ich einfach, der Kletter fährt etwa noch 50 km. Dann geht er etwa hinten rups. Jetzt haben wir einen zweiten Kunden, der auch noch etwas verkaufen will. Aber der will etwa gescheiter nicht. Das ist ein Code da vorne. Also, immer zu mir in die Garage kommen, dann geht der Karre gar nicht mehr.